So, und der Metalöke und hässlich willkommen, liebe Sportsfreunde, zu einem weiteren mega spannenden Match hier bei Inazuma 11 Ultimate. So, wir sind hier noch in Ehime, aber da wir woanders hin müssen, gehen wir logischerweise woanders hin, nämlich zum heutigen Austragungsort, dem Fußballverband in Südtokio. Denn da findet heute das nächste Match bei der Freien Fußballtour statt. Und ich muss gerade gucken, wo das sein soll. Der sieht ein bisschen jugendlich kämpferisch aus. Ich glaube, der wird sein. Inazuma Japan. Die Brave Warriors Junior High fordert zu einem Spieler auf der großen Fußballtour heraus. Das geht doch gut. Aber bevor wir da antreten, würde ich ganz kurz mein Outfit ändern. Ein anderes Outfit of the Day. Und zwar das frisch bekommene Wild-Trikot. Dieses Trikot duftet nach Wald. Ein Segen für die im Herzen wild gebliebenen. Denn ich muss sagen, da fühle ich mich persönlich sehr angesprochen. Also, ziehen wir das mal an. Und ich habe eh so viele Trikots und habe immer dasselbe an. Auch ein bisschen leicht langweilig. Also noch mal ganz kurz der Trikottausch. Ganz kurz gucken. Aufgeladen bin ich nochmal. Ja, sicher, sicher. So. Also. Start für das Match gegen Brainwashing. So, Touchpen ist wie immer ready und wir legen los. Inazuma Japan oder Ultimate 11 vs. Brainwashing Junior High. Boah, der Text richtig reingequetscht, obwohl zu viel Platz wäre. Ah, finde ich immer nicht so schön, aber naja. So, unsere Mannschaft, das sieht schön aus. Und auch der Gegner. Alle voran Feld, denn der ist ein richtiger Ehrenmann. Dazu später eine ganz kleine Story, keine Real-Life-Story, eine ganz kleine Story. Aber gehen wir erstmal sie von oben bis unten durch. Okay, Levelmäßig ist sie wieder ein bisschen schlechter, eher so auf Niveau von der Farm Junior High. So, Jonathan Seller. Ein kleiner Hasenfuß, der für jeden Spiel einen trockenen Mund hat. Das kenne ich also. Immer schön trinken. So, Neil Turner. Seit der Gehirnwäsche glaubt er, er sei der beste Stürmer der Welt. Okay, mit den Werten will ich es eher nicht behaupten, aber okay. Wenn er meint, Samuel Bastard, Buster, hat ein weiches Herz und fühlt sich nach jedem Foul einfach furchtbar. Ich mache Fouls ohne Ende. Und ich fühle mich da nicht vor, weil ich fühle mich einfach nur, warum? Victor Kainz geht in jedem Spiel mit einer absoluten Siegermentalität. Das ist gut. Tyron Rock. Dieser ausdruckslose Spieler verzieht selbst bei der größten Herausforderung keine Miene. Mhm. Francis Tell. Dieser etwas liebe Spieler wird oft von den anderen ausgenutzt. Ah, das ist nicht so gut. Cherry Stronger. Dieser Spieler liebt Fußball über alles, hat aber ständig Angst, sich zu verletzen. Der sieht schon ein bisschen leicht lediert aus, aber okay. Philip Marvel ist trotz seines furchterregenden Aussehens ein richtiger Angsthase. Das ist fast derselbe Text, mit gerne Hasenfuß. Harry Leading. Seit dieser Spieler kleinen Kindern das Fußballspielen beibringt, ist er sehr beliebt. Der ist auch selbst noch ein kleines Kind, oder? Naja. Noel Goods. Dieser Riegelfanatiker sucht immer nach potenziellen Sündenböcken. Da kann er lang suchen. So, und jetzt zum Torwart Thomas Fels. Ein grundsolider Anführer. Mag offenen und ehrlichen Fußball. So, wie gesagt, eine ganz kleine Story. Die wir schon alle kennt, aber nur mal so nebenbei. Bei Inazuma 11 2. Wo alle auf der großen Japanreise waren, um die besten Stürmer des Landes zusammenzutrommeln, hatte die Schule ja keine richtige Schulmannschaft. Und dafür haben Thomas Feld von der Brainwashing und, ich wollte gerade sagen, Decker, nee, Decker war es nicht, und Shadow haben zusammen eine kleine Ersatzmannschaft zusammen getrommelt. Damit währenddessen die Schule trotzdem eine Schulmannschaft hat.
hat man im Spiel gar nicht mitgekriegt, aber im Anime hat man das ein bisschen gesehen. Wenn man es in dem Beileid die Story nicht weiß. Das ist ein Ehrenmann. Ein grundsätzlicher Anführer nach offenen und ehrlichen Fußball. So. Und dann hat noch haben wir auch noch ein paar Leute, unter anderem Rick Underwood, wollte das Boot für seine Familie unterstützen und kam so zum Fußball. Er hat den Dagens das meiste Geld. Macht also nur Sinn. Patrick Stiller, boah, der sieht cool aus, zeigt dank des Fußballs endlich, wer wirklich ist. Ein Cyborg. Charles O'Dry kam zum Fußball, um seinen kranken Bruder Mut zu machen. Clive Mooney hat ein Gedächtnisprinzip, erinnert sich nach dem Spiel an keines seiner Fouls. Und zu guter Letzt noch Neil Waters. Wurde früher ausgelacht, lacht es nur noch über andere Spieler. Das sollte man auch nicht machen, aber. Okay. Ah, oh, mein Kopf fehlt. So, schön geduckt bleiben. Sieht sonst leicht seltsam aus. So. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Mal wieder der obligatorische Stoß nach hinten. Und das Tauch beim letzten Match relativ geglänzt. Da würde ich fast sagen, ich passe zu ihm. Nach einem ganz kleinen Tänzchen. Ab zu Staudi. Nenne ich ihn mal. Der sich vielleicht durchfinden kann. Jo. Null Problemo. Mal gucken, ob er auch eine Chance kriegt. Jo. Kriegt eine Torchance. Mit der Donnerbestie. Und. Ab dafür. Eine Donnerbestie, die aussieht wie ein Wolf. Mit Eissymbolen. Okay. Bam. 1 zu 0. Ja, yeah. Und wieder drin ist. Hohoho, was sagst du dazu? Hm, nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Geht schon mal gut los. Vielleicht schafft jetzt auch auf der unteren Tourne fast eine S-Reihe. Denn laut meiner Recherchen ist das hier die einfachste Tour bei Inazuma Level 3. In dem her müsste das einigermaßen gehen, aber naja. Man hat gesehen, immer schafft man auch kein S. Eins hat leider gefehlt bisher. Aber wir versuchen unser Bestes. Dieses Tänzer Dream Team. Habe ich das noch eingestellt oder geht es automatisch? Müsste ich direkt mal nachgucken, würde mich auch interessieren. Ha, zur Seite, Geringverdiener. Und Meteorklinge. Boom! 2 zu 0. Ich muss kurz überlegen, 1 oder 2 zu 0? Ne, wir sind schon bei der 2. Ja, Treffer. Hm, nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. So, von beiden Seiten. Einer kommt schon ran. Mut zur Lücke. Cannon. El Canuni. Ah, weggescannt. Hä, wurde Sharp nicht gestunt? Okay. Ungewöhnlich, aber ich beschäme mich nicht. Kaum der Schuss müsste reichen. Müsste eigentlich reichen. Wobei mal gucken. Ja, reicht. Bam. 2 zu 0. Ne, 3 zu 0. Ich bin mir selbst durcheinander. Haha. Ich musste einfach treffen. Hm, nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Da-da-dum, 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 da-da-dum.
Und weiter geht's. Geht doch schon mal relativ gut los. Außer wenn du dann hier wieder vorbeirennst. Gerätchen. Super Scan. Warum? Why do this? Erstmal Hops nehmen. Natürlich nicht. Sharp. Sehr gut. Ah, es ist immer irgendwie so Sharp und Excel und. Ja. Es sind irgendwie immer dieselben. Und meistens macht man am Ende keinen auf dem Tor. Okay. Nonnenschuss. El Canoni. Genau, safe rein. Und bam, diesmal bei 6. 4:0. Nicht nachlassen jetzt. Super. Alles noch in der ersten Halbzeit. Ja, ich habe getroffen. Nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Akrobatenblock. War eine sehr coole Technik. Ende der Halbzeit 4:0. Das kann man machen. Wir führen. Naja, was hast du erwartet? Ihr seid gar nicht so schlecht. Boah, 75%. Boah, stark. 7 Techniken. Läuft, würde ich sagen. So, ganz kleiner Schluck. Und weiter geht's. Excel geht ran. Stoutberg geht ran. Mit einem Super Stamper. Boom. Da ist er platt. Ah. Gott, meine Reflexe. Doppelvortex. Haben wir beide auch in der letzten Truhe gekriegt. Also diese Technik könnte theoretisch doch jemanden beibringen, aber ich habe eh schon so viel Technik, die so viel TP fressen. Sozusagen eher leveln und gucken, dass sie mehr TP bekommen. Wenn ich die Technik öfter einsetzen kann. Denn bei den meisten sind es echt noch Einzeltechniken und einfach Schicht im Schacht. Was macht Hawkins da? Da weiß es auch nicht. Vulkanblock. Aber immer dieselben. Boah, ist der winzig. Ins Tor. Ne, du ins Tor. Du bist noch ein bisschen saftiger. Dann. Heldenschuss. Boom. Das sieht doch gut aus. Und da haben wir das epische Bam 5:0. Weiter so, Leute! Hier. Noch Fragen? Nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Er spielt für Leading Waters. Ja, auch nicht so viel bringen, aber wenn sie meinen. Grätschen. Bei Grätschen bringt man immer so viel Fouls ein. Ha, mit Ansage. Wird man eher ein bisschen mehr tackeln. Oder abblocken, wie sie heißt. Ganz gemütlich. Ich habe bei Grundestons gefühlt nie einen Foul. Da immer. Oh, Hops nehmen. Solo-Doppelpass. So. Den schon mal Hops genommen.
Und? Rallye-Rasse? Ah ja, warum nicht? Mal was Witziges. Das ist so dumm, aber lustig. Außerdem geht er rein. Bam. Boom. 6 zu 0. Weiter so, Leute. Peng, drin. Hm, nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. So, jetzt Spielfeld Ander, neuer Torwart. Wird auch nicht so viel bringen. Einige sind schon leicht am Schwitzen, wie zum Beispiel Turner hier. So. Na. Zu wenig TP. Okay, könnte der heiße Phase machen. Lohnt sich jetzt aber nicht mehr so, also B lassen wir es dabei. Aber geht der Ball jetzt hin? Ganz woanders. Oh, oh, oh. Oh, Verteidiger, Verteidiger. Bitte verteidigen. Boom. Ellenbogen in die Rippe hauen. So. Ah, jetzt wollte ich von hier noch einen Fernschuss machen. Egal. 6 zu 0 reicht mir auch. Gewonnen. Ja, Europa, wir haben gewonnen. Das war gar nicht gut. Nein, das war schlecht. Du bist schlecht. 68%. Wir da im guten oberen Drittel. Das ist schon mal schön. Viele Erfahrungspunkte, kein einziges Level up. Bei Decker war es ganz, ganz, ganz knapp. Und auch keine Items. Ganz magere Ausbeute. Hat sich also nicht ganz so gelohnt. Aber beim nächsten Match. Mal gucken. Da spielen wir gegen irgendjemand, der in Hokkaido ist. Oder Hokkaido. Ich höre immer, wenn irgendjemand Hokkaido sagt, Hokkaido. Also sagt zum Beispiel irgendjemand zum Hokkaido-Kürbis, Hokkaido-Kürbis. Habe ich noch nie gehört, also eigentlich heißt das Hokkaido. Und da ich noch nie da war, schätze ich mal, dass ich jetzt hingehen kann. Ehre. Du kannst jetzt nach Hokkaido gehen. Sondermeldung. Oh, was ist los? Du kannst deinen Fortschritt auf der freien Infrastruktur an Roboter vor dem Clubhaus an der Reimann überprüfen. Das weiß ich doch, ist mir nichts Neues. Aber vielleicht war es das erste Match oben oder unten, aber weil es das erste Match auf der unteren Reihe war. Das kann sein. Okay, dann müssen wir das nächste Mal ein bisschen warm anziehen, denn in Hokkaido ist es ein bisschen frostiger. Rede wegen Frosty, Frostig, ihr checkt das schon. Also gut, dann, boah, unter 20 Minuten diesmal, gefühlt, krass. Also gut, dann würde ich mal sagen, bevor das Video noch 20 Minuten lang wird, würde ich sagen, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Und freut euch schon mal auf das Match gegen höchstwahrscheinlich die, ich wollte gerade sagen, die Frosty Junior High, ne, die Alpine Junior High. Höchstwahrscheinlich. Also, bis dann. Ah ja, und nicht vergessen, immer schon im kleinen, runden Ball bleiben. Bis dann. Ciao.